kommt heute pünktlich auf die LP-Folge. Ja, die kommt pünktlich. Ich habe sie pünktlich eine Dreiviertelstunde vor Streambeginn hochgeladen. Und 18.20 Uhr, also meiner Zeit hier, 40 Minuten vor Streambeginn, war es dann alles fertig eingestellt online. Ich hatte die 17.30 oder so aufgenommen nach meinem... Ich habe ja heute schon 5 Stunden Karaoke mit einer japanischen Freundin hinter mir und Mittagessen und danach noch ein bisschen quatschen, einkaufen, Let's Play-Folge aufnehmen und hier den Stream vorbereiten. Das war ja bis jetzt der heutige Tagesablauf. Aber auf jeden Fall alles noch geschafft. Also es kommt eine, wie ich finde, eigentlich sehr schöne Folge. Hat mir sehr gefallen, die heutige Folge von, persönlich sehr gefallen, die heutige Folge, die kommen wird von Kindred Spirits on the Roof, Okujo no Yuri Desan. So. Dann gebe ich mal ganz kurz in den Chat Zeit, wieder ein paar Sachen zu schreiben, eventuell Fragen zu stellen. 22 Uhr, also grob 7 Stunden, also 22 Uhr japanischer Zeit, sprich in Deutschland haben wir es jetzt gerade 15.39 Uhr, sprich ich muss ja in eurer Zeit sprechen. Ungefähr 15 Uhr geht es vielleicht mit dem nächsten Titel weiter. Spätestens 15.15 Uhr, falls jetzt doch nochmal größere Fragen kommen. Hier ist zum Beispiel jetzt nochmal die Chance für, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Dedex, irgendwas mit X war es gewesen, Moment. Okix war es gewesen, sorry. Ich und Namen merken es sowieso schlecht, deswegen bitte nicht böse nehmen. So, Okix wollte ja eventuell auch nochmal eine etwas längere Frage stellen, hat er auf seine Chance jetzt gewartet. Spoiler mal und sage, welche Nebenstory du als erstes genommen hast. Ich bin nach der kalendarischen Reihenfolge gegangen, sprich ich habe als erstes die mit Nena genommen, also Nenas Sichtweise auf, wie sie Sasa und Umi sieht. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen. Also ich mag Nena nach der Folge sehr, 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 sehr viel mehr als vorher. Sagen wir mal so viel. Wie ist das Wetter in Japan eigentlich gewesen? Teilweise hatte ich hier Tage mit 34 Grad. Will nicht wissen, wie es in Japan ist. Japan, also jetzt die letzten Tage ging es eigentlich dadurch, dass es sehr windig war. Also wir haben es eigentlich seit Ende April durchgehend... über 18, jetzt die letzten 2-3 Wochen schon über 20 Grad immer. Und manchmal durch die 90% und höhere Luftfeuchtigkeit, die wir hier haben, fühlen sich 25 Grad wie schwitziger Hochsommer mit über 30 Grad in Deutschland an. Jetzt die letzten Tage war die Luftfeuchtigkeit niedriger, da haben sich dieselben 25 Grad dann wie typische deutsche 25 Grad angefühlt. Das war dann sehr angenehm jetzt die letzten Tage gewesen. Und in ungefähr einer Woche geht ja hier so langsam die Regenzeit in Japan los. Da wird es hier nochmal mächtig schwül, bei auch so Mitte 20 Grad. Und erst dann so ab Mitte Juli, wenn die Regenzeit vorbei ist und dann der Hochsommer beginnt, bis so Anfang September, da wird es ja dann hier richtig schlimm werden am Meer mit wahrscheinlich durchgehend über 30 Grad und so weiter. Momentan geht es aber tatsächlich noch. Also ich muss nicht zu auf die Kühlungsklimaanlage anwerfen. Mache ich nur manchmal so kurz vorm Einschlafen, mache ich mal 15, 20 Minuten, dass der Raum ein bisschen runterkühlt, die Klimaanlage an und ansonsten kann ich relativ gut schlafen, ohne zu viel noch die Sachen benutzen zu müssen. Und das Wetter ist momentan auch noch recht gut, hat nicht so viel geregnet die letzten Tage, relativ sonniges Wetter, manchmal nur ein bisschen windig hier an der Küste, weil manchmal weht es von den Bergen runter, manchmal vom Meer rauf, aber eben so ab in circa einer Woche wird es, tja, den Regenmonat geben. So, Okex hat schon die Frage gestellt, mir per Privatnachricht, deswegen ich lese sie gleich vor und gucke gleich auf den Chat. Der Flo sagt einmal ganz kurz seinen Lieblingsspruch, und zwar der Flo geht mal ganz kurz aufs Klo. Ich liebe diesen Reim. Deswegen, ich bin in einer Minute, zwei Minuten wieder da, direkt hier nebenan. Deswegen, arrivederci, nur ganz kurz. Ich bin mal ganz kurz eine kleine Klo-Pause machen. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich habe mir jetzt die Hände gewaschen. Also die Zeit war auf jeden Fall mit einberechnet. So, bevor ich auf Okix eingehe und vorlese hier im Privatchat auf Twitch... Manchmal gucke ich mal ganz kurz, was der Chat sonst noch zu sagen hatte. Maki war viel interessanter. Ja, Maki ist halt süß und knuffig, aber süß und knuffig und niedlich ist nicht unbedingt mein favorite Type von Character unbedingt immer. Deswegen, ja. Na, mal sehen. Ich mag ja auch die Yoka, also die Rockerin nach dem ersten Auftritt recht gerne. Auf deren Story Arcs freue ich mich auch schon noch. Gerade 23 Grad bei 71% draußen. Das geht ja noch einigermaßen. Auf den Regen freue ich mich auch schon. Ja. Momentan hast du Teilzeit in Tokio, glaube ich, auch noch relatives Glück. Bis Mitte nächster Woche sieht es, glaube ich, von der Vorhersage her noch relativ gut aus. Aber wahrscheinlich so
Mitte, Ende nächste Woche kickt dann so langsam die Regenzeit ein. So, nehmen wir ihn ein. Attacke, ja, ja, ja. Da ist er wieder, schnell verstecken. Ich schaue gleich mal bei deiner Frage, Okex. Das ist kein Wasser. Natürlich ist das Wasser. Nein, ich hab mir natürlich mit Bier die Hände gewaschen. Asahi. Super dry. So, das Leben ist Rock. So, dann schaue ich mal, was Okex hier gefragt hat. Ich verstehe das mit der Kun- und der Onlesung nicht. Wann verwendet man welche? Und wenn man ein Zeichen anders liest, ergibt sich doch eine komplett andere Bedeutung. Ein Beispiel aus dem Internet, das Zeichen, was Yama ist, also bedeutet Berg. Die Onlesung ist San und die Kun-Lesung ist Yama. Wenn jemand das laut vorliest, kann doch ein Zuhörer gar nicht wissen, welche Lesung der meint. Und was ist, wenn nur rein theoretisch, ich kann ja kein Japanisch, jetzt zum Beispiel, wenn San in der Kun-Lesung Apfel bedeutet. Woher weiß derjenige, ob San von Apfel, Kun oder Berg On gemeint ist? Ich bin verwirrt. Nee, Zeichen haben im Regelfall, die Zeichen an sich haben eine einzige Hauptbedeutung. Es gibt nur manchmal japanische Wörter, die gleich gelesen werden, die aber andere Kanji, andere Zeichen haben, wodurch sie dann etwas total anderes bedeuten. Im Fall von Kun-Lesungen werden meistens dann verwendet, wenn ein Kanji einzeln in einem Satz vorkommt, einzeln steht. Dann werden meistens Kun-Lesungen verwendet. Dann wird Yama eben Yama gelesen. San wird zum Beispiel in Kanji Composita, also wenn mehrere Kanji hintereinander stehen, gelesen. Zum Beispiel als Anhängsel auch für die Namen von Berge. Beispielsweise der Fuji. Das ist zum Beispiel eine typische Falschübersetzung ins Deutsche eigentlich. Der Fujiyama wird in Japan gar nicht Fujiyama genannt, sondern Fuji-san ist eigentlich der richtige Name. Und weil nun mal der Westen nicht so wusste, dass der berühmteste Berg in Japan Fuji-san und nicht Fujiyama gelesen wird, wird er Fujiyama genannt. Obwohl die eigentlich richtige Lesung Fuji-san ist. Also zwei, das sind dann drei Zeichenkomposita. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Kasan. Manchmal wird dann das San, wenn es so als zweites Kanji ist, wird es dann noch so verweichlicht, dass es leichter auszusprechen ist für die Japaner. In dem Fall dann statt San wird dann San draus gemacht mit einem stimmhaften S. Kasan ist zum Beispiel dann der Vulkan. Ka ist das Zeichen für Feuer und San, beziehungsweise in dem Fall San gelesen, ist dann das Zeichen für Berg. Also das ist dann den Feuerberg, sprich Vulkan als Vokabel. Also in so Komposita mit mehreren Zeichen wird es häufig ongelesen. Aber für beides gilt das immer so in 80% der Fälle. Ich habe, was das Ganze angeht, ja auch auf meinem Hauptchannel, ich habe da ja einige Kanji-Videos gemacht, zu Lesungen erklärt und so weiter, wann, wo, wie, welche verwendet werden, Lernmethoden für Kanji. Also da werde ich mal ganz kurz meine Playlist vom Hauptchannel, werde ich mal kurz im Channel verlinken, wenn ich die schnell finde hier. So, Videomanager. Playlist. So, das ist die Einführung ins japanische Playlist. Das müssten auch die drei Kanji-Videos hintereinander sein. Hier, Grundlagen Japanisch. Genau. Ich packe mal den Link zu der Grundlagen Japanisch-Playlist hier in den normalen Chat vom Dashboard rein. Die letzten drei Videos von dieser Playlist sind drei Kanji-Videos. Und im ersten erkläre ich auch nochmal, was es eben mit Kun- und Onlesung auf sich hat. Anhand von vielen Beispielen und auch einige Lernmethoden zu Kanji, wie man sie in Wörterbüchern, in Kanji-Wörterbüchern nachschlägt und so weiter und so fort. Deswegen schau doch mal gerne auf den Videos von dem Hauptchannel nach. Oh Gott, das Englisch-Video. Das war ja eines meiner ersten Videos, was ich auch generell noch versucht hatte aufzunehmen, weil ich ursprünglich mal vorhatte, den Florians Haupt-Japan-Channel für eine breitere Reichweite sowohl Deutsch als auch Englisch aufzuziehen. Ich habe die Aufnahmezeit für dasselbe Video war im Englischen doppelt so lange, aufgrund eben jener allen Outtakes und dem mehr Schneiden, was es dann gebraucht hätte. Und als ich 90% von dem Video geschnitten hatte, ist mir das Schnittprogramm abgestürzt und ich habe kein einziges Mal gespeichert. Und da habe ich dann gesagt, fuck it, ich lasse das mit dem scheiß Englischen. Ich mache da aus den Aufnahmen, die ich gemacht habe, einmal ein Outtake-Video draus. Ja. Die Videos, die du mal überarbeiten wolltest. Ich muss sagen, mit den Kanji-Videos bin ich eigentlich bis heute immer noch zufrieden. Was ich eigentlich mal überarbeiten wollte, sind insbesondere die ersten 10 bis 12 Grammatik-Videos. Weil ab der 13. Grammatik-Video habe ich so einen gewissen Standard, auch in der Aufbauweise von wie ich die Grammatik-Videos mache und wie ich sie vom Style, Layout, Design und so her mache, relativ einheitlich gemacht. Aber die ersten 10 bis 12 Grammatik-Videos wollte ich eigentlich irgendwann mal überarbeiten seit...
3, 4 Jahren. Darfst du keinem erzählen. Ja, aber ich weiß manchmal mittlerweile gar nicht mehr, wo ich damals die Zeit dazu hergenommen habe, diese Grammatikskripte zu schreiben, das Ganze dann aufzunehmen, zu schneiden und hochzuladen. Das ist mir manchmal echt ein Rätsel. Ja, ich habe ja im Prinzip sogar ein 25. Grammatikvideo, also das Skript fertig, und ich habe es auch schon mal aufgenommen, war dann mit der Aufnahme aber nicht zufrieden, deswegen habe ich es nie rausgehauen. Ich glaube, die Rohaufnahme davon habe ich sogar noch auf meiner, die habe ich sogar noch auf der externen Festplatte drauf. Kann ich hier irgendwas ausstöpseln, dass ich nochmal kurz nachgucken kann? Das wäre eigentlich mal ganz, ganz witzig. Ich kann jetzt aber gerade, ich habe nur 3 USB-Ports hier am Rechner und die benutze ich jetzt gerade alle. Für Maus, Mikro und Kopfhörer. Doof. Naja. Wie weit bist du eigentlich heute von deinem damaligen Wissen entfernt? Muss ich mal kurz gucken, wann habe ich die, zum Beispiel das erste Kanji-Einführungsvideo, wann habe ich denn das gemacht hier? Wann habe ich denn das hochgeladen? 29.11.2011, also etwa 2 Monate, 1,5 Monate, nachdem ich mit dem japanischen Studium begonnen habe. Und so ein paar Wochen, nachdem wir die Kanji-Einführung auch im Studium hatten. Das heißt, damals war ich noch ziemliches Anfängerniveau trotzdem gewesen. Der Channel war ja auch eigentlich immer so konzipiert, dass ich sozusagen das, was ich im Studium lerne, für mich selbst auch nochmal wieder aufarbeite und das dann einfach als sozusagen von Studenten, für andere, die Interesse am Lernen haben, dass es jemand aus der Sicht eines selbst gerade Lernenden anderen sozusagen erklärt, wie er es lernt oder wie er meint, etwas verstanden zu haben. Deswegen, auch wenn ich weiß nicht, ob ich auf irgendeine Art und Weise kompetent in den Videos wirke und überzeugt klinge von dem, was ich da sage, manchmal sind auch so kleine Fehler, die ich dann nachkorrigieren musste mit Einblendungen und mit beim Editieren und so weiter. Aber Frage beantworten war, wie dann Stand damals ist. Damals war ich noch nicht mal GLPT N5 Stand wahrscheinlich. Das war wenige Wochen, 1,5 bis 2 Monate, nachdem ich mit dem Studium angefangen hatte. Und ich konnte, nachdem ich ein Jahr Japanisch gelernt hatte, also zu Beginn des dritten Semesters, weil ich nie Tandempartner oder sowas hatte, ich konnte noch kein Gespräch auf Japanisch führen. Also ich konnte mich selbst vorstellen, aber so einigermaßen normal alltäglich unterhalten war noch für mich noch absolut unmöglich gewesen, vom Sprachlichen her. Vom grammatischen Vokabeln her war eine gewisse Grundlage da, aber eben auch nicht so doll letztendlich. Deswegen, ich habe gerade die ersten 2 Jahre habe ich sehr strukturiert grammatisch gelernt. Und erst dann so mit im Laufe des 2. Studienjahres mit 2 Tandempartnern und dann mit dem 1. Auslandsjahr habe ich dann sozusagen ein bisschen das freie Sprachenlernen, also das Sprechen und mehr Austausch mit den tatsächlichen Leuten und so weiter gemacht, nachdem ich die ersten 2 Jahre so die Grundmauern und die Basis mir über Grammatikstrukturen und so weiter einfach nur reingepaukt habe. Deswegen, ich bin heute auf einem ganz anderen Stand als damals. Also die Grammatik habe ich so generell grundverinnerlicht und bin eben auf einem ganz anderen sprachlichen Hörverstehens- und Sprechenniveau als damals. Das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Auch wenn ich manchmal gar nicht mehr die Grammatik jetzt so gut im Detail erklären könnte, wie ich es zum Teil manchmal damals gemacht hatte, als ich noch frisch im Lernen drinne steckte. Deswegen, ein paar von den Sachen müsste ich mir auch nochmal neu erarbeiten oder neu anlesen. Ohne sie zu sehr zu verkomplizieren, dass sie für einen frisch anfangen Lernen nicht abschreckend sind. Also sowas wie die Minecraft-Folge 200 von Gronkh, die niemals online ging, ja. Aber irgendwann nach wie vielen Jahren? Nach 2 Jahren hat er sie ja dann irgendwann mal online gestellt, so als Scherzfolge oder so. Irgendwann kam es ja mal. Und bei mir ist auch nach wie vor der Plan, ist es nicht abgeschrieben. Irgendwann soll es mal kommen. Irgendwann. Aber wie ich schon in dem Videolog auf dem Hauptchannel gesagt habe, im letzten großen, ich werde ab Herbst diesen Jahres sehr, sehr, sehr viel kürzer treten müssen und mich wirklich meinen persönlichen Umständen anpassen, was eben das 2. und entscheidende Masterjahr von mir abverlangt. Und dann eben den Einstieg, möglichst flüssigen Übergang in ein Berufsleben zu finden ab März nächsten Jahres, wenn ich bei der Leipziger Buchmesse versuchen will, mich in die Welt hinauszustellen bei den Verlagen in der Leipziger Buchmesse nach meiner Rückkehr. Das ist ja so die grobe Zielsetzung. Plus eben Masterarbeiten und Hausarbeiten noch schreiben, wenn ich wieder zurückkomme. Naja. Stimmt es eigentlich, dass ca. 2000 Kanji ausreichen, um eine Zeitung zu lesen und somit auch im Alter klar zu kommen, wie Teilzeit Otaku dir schon geantwortet hat? Ganz genau, die 2136
die er da nennt, das sind die sogenannten Jojo-Kanji, also die Grundlagen irgendwas Kanji. Deswegen, wenn man Jojo, ich guck mal kurz, Jojo-Kanji sucht, dann müsste da bestimmt auch eine Auflistung bei Wikipedia kommen. Irgendwie eine komische Schriftart, die sie da benutzen für die ganze Sache. Ich poste einfach mal den Link dazu, die Auflistung hier im Chat auch mit drinne. Allerdings nur über die Liste allein zu lernen, wie sie bei Wikipedia aufgelistet ist. Also da gibt es eine Liste, was eben, ich bin beispielsweise vom Lesen her bin ich irgendwo in der Mittelschule Japans, von der Stufe her. Also ich kann über 1000 japanische Kanji mittlerweile in einigen Kombinationen und so weiter lesen, viel, viel weniger schreiben. Vom Lesen bin ich so auf dem Niveau eines japanischen Mittelschülers ungefähr, wenn man so will. Also die Grundschüler in den ersten 6 Jahren lernen die Japaner neben den Hiragana und Katakana, die sie zum Teil schon in der Grundschule oder im Kindergarten, im Kindergarten auch lernen, aber so sie noch Katakana und Hiragana lernen, ansonsten in den ersten 6 Schuljahren lernen die Japaner etwas mehr als 1000 Zeichen und die verbleibenden 1000 dann in der Mittel- oder die noch etwas mehr als 1000 in der Mittel- und Oberschule in weiteren 6 Jahren. Deswegen, ja, es sind 2136 Jojo-Kanji, die dann eben so in der Abstufung gelernt werden, wie sie da bei Wikipedia aufgelistet sind. Ja, mit Kanji lernen ist echt immer ein bisschen schwierig, wonach man sich da richten soll oder ein gutes Kanji-Lehrwerk zu finden, weil es gibt wenige, ja, es gibt einige so komische Systeme zum Kanji-Lernen, aber da muss irgendwie jeder so seine eigene Methode finden, wie er sich Kanji merkt und wie er Kanji lernt. Denkt ihr, man kann Japanisch auch im Selbststudium lernen? Absolut, ja. Ja, wie die anderen schreiben, ja, musst du wirklich wollen. Ganz genau, ich habe einen Langzeitabonnenten, mit dem ich manchmal noch ein bisschen E-Mail-Austausch habe. Manchmal bin ich ein bisschen sehr spät mit dem Schreiben. Der mir auch netterweise mal immer ein paar Sachen geschickt hat und der sich Japanisch komplett autodidaktisch beigebracht hat. Und der ist, er hat ungefähr zum vielleicht etwas selben Zeitpunkt, wie ich angefangen mit Japanisch lernen, war sehr früh in meinem Channel mit dabei gewesen. Und hat ungefähr parallel zu mir gelernt, aber studiert was komplett anderes, was überhaupt nichts mit Japan zu tun hat. Hat also komplett autodidaktisch gelernt, hat auch mal die eine oder andere Japan-Reise und so gemacht und hatte mal zwischenzeitlich eine japanische Freundin gehabt, aber ansonsten wirklich alles komplett autodidaktisch. Und er ist vielleicht, ich weiß nicht, ob vom Sprechen und Hörverstehen her, aber er ist auf jeden Fall von einem grammatisch, Vokabular- und Kanji-mäßigen Niveau auf einem höheren Niveau als ich. Und das im absoluten Selbststudium. Und da bin ich manchmal so ein bisschen selbstverzweifelt an mir selbst, von wegen, wie kann er sowas schaffen. Aber er ist auch sehr, meines Erachtens, glaube ich, sehr sprachaffin. Er studiert auch was was allgemein Linguistisches, Computerlinguistik, sowas in die Richtung. Und ich weiß nicht genau, wie der richtige Name ist. Aber ja, deswegen, er hat es sich im Selbststudium beigebracht und verbindet es im Studium auch, bringt es ein bisschen ins Studium mit ein, ohne dass er es im Studium direkt lernt. Und er ist für mich immer so das beste Beispiel. Es ist absolut autodidaktisch möglich, auf ein unglaublich hohes, gutes Niveau zu kommen. Ja, die Mino no Nihongo Bücher, also die ersten 2 Bände, sollten einen ungefähr bis Niveau GLPT N3 bringen. Wenn man sehr sprachaffin ist, dann schafft man vielleicht auch den N2, wenn man die ersten 2 Bücher hat. Aber so bis N3 bringen einen ungefähr die Bücher, was dann auch so ein Level entspricht, dass man sich einigermaßen in Alltagssituationen ordentlich unterhalten kann mit Japanern. Ja, also die nicht irgendwie fachspezifisch oder sowas sind. Das ist jetzt wirklich, weil so, wir haben die ersten 3,5 Semester haben wir auch mit den ersten beiden Bänden von Mino no Nihongo gelernt. Ich habe gehört, es gibt auch einen 3. Band wohl, mittlerweile oder schon längere Zeit. Über den kann ich nichts sagen, was da drin vorkommt und bis auf was für ein Niveau der geht, aber ja. Bräuchte man diese nur noch in Deutsch? Es gibt zumindest deutsche Grammatikzusammenfassungen von den Mino no Nihongo Büchern. Also, dass man versteht, was in den einzelnen Lektionen von dem Hauptbuch passiert. Also, die haben wir benutzt. Deswegen wurde bei uns, als wir in den ersten 4 Semestern oder 3,5 Semestern Mino no Nihongo die ersten 2 Bände hatten, mussten wir immer 3 Bücher bestellen. Das Hauptgrammatikübungsbuch, das Kanji-Buch, was da, glaube ich, noch mit dazu lag, und das deutsche Grammatikerklärungsbuch. Die mussten wir uns immer zulegen. Deswegen ist das Erklärungsbuch, gibt es zumindest noch dazu. Deswegen, ich finde Mino no Nihongo fürs Selbstlernen echt nicht schlecht. Es sind nur manchmal die Übungen sehr repetitiv. Manchmal nicht so sehr selbsterklärend, wenn gewisse Übungen zum ersten Mal vorkommen. Und es ist ein bisschen schwierig mit der Selbstkontrolle dann die Lösungen zu vergleichen.
Deswegen, es gibt kein perfektes deutsches Japanisch-Lehrwerk fürs Eigenstudium, was einen auf ein wirklich hohes japanisches Niveau bringt. Es wird oft vom englischsprachigen Genki geschwärmt. Ich höre fast nur Gutes darüber, ohne dass ich selbst jemals ein Auge drauf werfen konnte. Aber es ist erstens teuer in der Anschaffung und zweitens, Genki ist halt englischsprachig. Man lernt eine Fremdsprache, Japanisch, in einer anderen Fremdsprache, in Englisch. Und da muss man eben auch sehr gut des Englischen mächtig sein, weil im Genki wohl auch viele der Beschreibungen von der japanischen Aussprache, Phonetik und keine Ahnung was, Grammatik, über Vergleiche mit der englischsprachigen Grammatik und so weiter erfolgen. Und dann gibt es viele, die auf Rosetta Stone setzen, aber ich habe von Rosetta Stone, wenn es um so Reviews ging oder gehört, dass es ein absolutes, wie kann man das sagen, Glaubwürdigkeitsproblem hat, also dass es eine ziemliche Abzocke sein soll, dass es vielleicht zwar wohl funktioniert, aber ziemliche Abzocke sein soll. Naja. Ja, also ich habe mittlerweile zwei, drei Leute auch manchmal in den Kommentaren von mir gehabt, die Japanisch lernen und die gemeint haben, dass sie mit Rosetta Stone super klar gekommen sind. Aber als ich mal mich ein bisschen über Rosetta Stone informiert habe, habe ich eigentlich und so ein bisschen versucht haben, in die Materie reinzukommen, fast nur Negatives gehört. Und Abzocke bei wenig Lernerfolg. Also Rosetta Stone ist wohl irgendwie so ein Lernsystem, was für ein paar Menschen gut funktioniert, aber bei weitem nicht für eine breite Masse und dafür dann viel zu teuer ist oder so. Okay, ich habe noch eine relativ persönliche... ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwas im Chat verpasst habe, weil ich jetzt wieder so in meinem Redeschwall war. Denkt ihr, man kann nicht Japanisch auch im Selbststudium lernen? Das war die Frage, die ich ja gerade beantwortet habe. Davor war mit den Zeichen. Setsu Kenshin hat Minano Nihongo erwähnt, genau. Das Vokabular von Minano Nihongo kann man übrigens als Deck für Anki downloaden. Oh, guter Nebenbei-Tipp, der davon bei Data Helm mit dabei ist. Anki ist auch so ein Programm, was es auch als App für Smartphones gibt, wo man sich sozusagen Vokabellisten, also wie so ein Karteikartensystem, zum selber Lernen anlegen kann und wo man dann sich auch selbst einstellen kann, wenn man eine falsche Antwort tippt, dass das dann in der Kartei wieder relativ weit oben vorkommt und so weiter. Also Anki ist Japanisch für auswendig lernen, also es ist so eine gute Reinklopp-App für Vokabeln und für Grammatik und so weiter und so fort. Also einer aus meinem Studienjahrgang von dem Master, der hat auch Anki benutzt, um zum Beispiel die Kobun-Grammatik, die wir im Master gemacht haben, sich da einzutragen und zu lernen und zu wiederholen. Und wenn man da fleißig dranbleibt und jeden Tag das ein bisschen macht, dann erzielt das auch einen sehr großen Lerneffekt. Ich war einfach noch früher nie so der Karteikarten-Mensch, deswegen mache ich nicht zu viel mit Anki. So, jetzt kommt die persönliche Frage. Ich bin 20, habe noch kein Abitur. Ich werde wahrscheinlich mit 24 mein Abitur haben, da ich momentan die Schule nicht aus gesundheitlichen Gründen besuchen kann. Also ich werde nächstes Jahr mit dem Abi anfangen, also 11. Klasse. Denkt ihr, mit 24, 25 ist man zu alt für ein Studium? Beantworte ich auch ganz eindeutig mit Nein. Einfach aus dem Grund, dass allein ich bei uns im Master sehe, dass das Leute sind. Ich habe auch mit, wie alt war ich? Ich habe mit 20 das Studium angefangen und ich habe mit 23,5 bin ich nochmal von Lehramt auf Japanologie gewechselt. Also ich war auch 23. Der Älteste, der bei uns im Master angefangen hat, ist noch 2 Jahre über mir. Der ist jetzt 31. Also der ist noch 2 Jahre älter als ich, also hat er dann, ich weiß nicht, mit 25 oder so das Japanologiestudium angefangen, hat dann seinen Bachelor mit einem Jahr Verlängerung abgeschlossen, ohne ein Auslandsjahr zu machen und ist jetzt hier auch an der MIR-Universität als Austauschstudent und macht eben seinen Master. Er hatte vorher eine Ausbildung gemacht gehabt, 3 Jahre gearbeitet und hat sich dann erst noch fürs Studium entschieden, also geht auch. Also ich kenne viele, die erst mit 23, 24 in der Japanologie angefangen haben. Auch einer von meinen Kumpels, der als Übersetzer tätig ist, der auch so alt wie ich, der hat auch ein anderes Studium vorher gemacht und ist dann in die Japanologie noch übergewechselt, nachdem man das andere fertig hatte. Generell machen ja viele so eine Zwischenausbildung, qualifizieren sich noch irgendwie anders und fangen dann mit dem Studium an. Eigentlich fürs Lernen ist es im Leben nie zu spät. Ist meine derzeitige Überzeugung und zumindest meine Mutter weiß ich, dass sie mir da wahrscheinlich zustimmen würde. Es wird halt nur schwieriger für den Kopf, weil der halt nicht jünger wird, rein wissenschaftlich auch nachgewiesen. Je früher und jünger man anfängt, etwas zu lernen und so weiter, desto aufnahmefähiger ist noch das Gehirn dafür. Das heißt aber nicht, dass ab einem bestimmten Alter das Gehirn überhaupt nicht mehr aufnahmefähig für neue Sachen ist. Schau dir die ganzen Rentner, Studiengänge oder die Senioren Studierenden an, die
wenn sie in Rente gehen nach der Arbeit, sich aber trotzdem irgendwie geistig und so fit halten wollen, dann einfach nochmal ein Fernstudium oder Seniorenvorlesung, keine Ahnung was, besuchen und dabei auch irgendwas für sich mitnehmen und noch was lernen oder weiterbilden oder noch ein Instrument machen. Es ist niemals irgendwie zu spät, noch was anzufangen. Man muss nur halt wissen, ob man meint, seine Lebenszeit noch dafür aufbringen zu wollen oder dann nicht doch lieber schon seinen Lebensunterhalt verdienen zu wollen. Wo ich eigentlich der absolut Falsche bin, da irgendwie den Finger drauf zeigt drauf zu machen, weil mit meinem ersten Studium, Bachelor mit Auslandsjahr und jetzt Master mit Auslandsjahr, werde ich ja 30,5 sein, bestenfalls, wenn ich es schaffe, pünktlich nächstes Jahr im Sommer den Master abzuschließen. Das heißt, ich bin selbst, wie man da im Prinzip sieht, ein Beispiel für, dass es scheinbar funktioniert, was ich erst dann behaupten kann, wenn ich den Master dann erfolgreich abgeschlossen habe, aber ich habe zumindest den Bachelor von der Japanologie ja schon in der Tasche. Insofern, ja. Dieses Programm zumindest erklärt dir gar nichts, also Rosetta Stone noch. Das zeigt dir Bilder, wo du auch am Ende raten darfst, was da gezeigt wird und gemeint ist. Na super. Ah ja, Data Hill sagt sogar, es gibt noch Rentner, die studieren, war wahrscheinlich der Kommentar noch, bevor ich drauf eingegangen bin. Hier nochmal, Best Girl für zwischendurch. Wahrscheinlich Kudoneko dann wieder oder aus einer anderen Serie ein Best Girl, weil Best Girl gibt es ja wie Sand am Meer. Man muss sie noch finden. Da ist sie mit relativ betonten Wölbungen abgebildet. Oder? Naja, auf jeden Fall auch ein schönes Bild. Die Webseite kann diese Seite nicht anzeigen. Da wird bei dir mittlerweile schon insgeheim gesperrt, Teilzeit-Otaku, bei dir im Wi-Fi. Sowas kommt nicht mehr durch, solche Bilder. Wobei das eines der am wenigsten anrüchigen ist, die ich bis jetzt von Methylium so gesehen habe. In den letzten Streams oder in letzter Zeit. Ja, also ich hoffe, Okix, dass das auch einigermaßen deine Frage beantwortet. Also, ist, wie gesagt, also viele haben mit 20 Studium angefangen, auch zum Teil von meinen nicht Klassenkameraden, also Studiumkollegen oder mit 22, 23 und es, ja, ich denke, es ist nie zu spät. Man muss halt nur, weil man dann schon so weit im Leben ist, wenn man mal irgendwann noch eine ordentliche Rente empfangen will und dafür ja lange genug ins Rentensystem eingezahlt haben sollte als Arbeitender, ob man dann sozusagen das Studium meint, angehen zu wollen und dann einigermaßen einen Ausblick darauf hat, einen Job zu machen, mit dem man sich dann irgendwie privat vorsorgen kann fürs Alter. So auf ganz lange Sicht sozusagen hin, weil wenn man dann eben mit Mitte 20 nochmal einen Studiengang wechselt und noch bis Master geht oder dann überhaupt Studien anfängt, wenn man das Abitur fertig hat. Ich weiß halt jetzt auch nicht, wie die Krankheitssituation bei dir ist, wenn es so sich verschoben hat, wie schlimm da die Situation bei dir ist, ob du so weit in die Zukunft überhaupt vorausdenkst, ohne dass ich da jetzt zu privat nachfragen will. Aber generell ist es ja so, dass man dann eben, je später man einsteigt, desto geringer ist dann das, was man später, wenn man mal irgendwann in Rente geht, zurückbekommt und man dann eben irgendwie privat vorsorgen muss. Und damit muss man halt rechnen, dass man mit so späten Einstieg ins Berufsleben, wie ich es dann auch mache, erstmal länger abhängig ist von diversen Personen, in meinem Fall auch unter anderem den Eltern und so weiter. Und dass dann eine gewisse Gefahr der Senioren, nicht Seniorenarmut, der Altersarmut besteht, wenn man während seiner dann tätigen Jahre, in denen man hoffentlich einigermaßen gut verdient, dann nicht irgendwie für sich selbst vorsorgt, weil man dann von einer absolut mickrigen Rente lebt. Wenn es überhaupt sowas wie ein Rentensystem in, wie alt bin ich jetzt? Sagen wir mal in 40 Jahren noch gibt und wenn bis dahin die Welt nicht durch einen dritten Weltkrieg komplett den Erdboden gleich gemacht ist. Das kann ja keiner ahnen, aber zumindest generell. Wenn man mal vom Positiven ausgeht, dass es noch Rente gibt in 40 Jahren. So. Nach dem Neuladen ging es. Ein anderes Best Girl in einer gar nicht zweideutigen Pose. Das muss ich mir natürlich auch unbedingt angucken. Tja, Megumin hat halt vorne nicht allzu viel zu bieten. Da, ja, aber ein schöner Rücken kann auch entzücken. Also dieser schwarze Umhang ist wirklich sehr reizend. Das muss ich schon sagen. Megumin habe ich leider viel zu sehr vernachlässigt. Ich habe noch kein einziges Merchandise-Ding von Megumin. Aber ich finde auch irgendwie in keinem einzigen Laden was Gutes. Weder im G-Store, im G-Store gab es einen Fächer. Aber Fächer gehen immer so schnell kaputt und nutzen sich so schnell ab. Deswegen wollte ich den Fächer von Megumin nicht. Und wenn ich was von ihr sehe, ich will nicht etwas, wo sie zu sexuell aufreizend gestaltet ist, weil davon findet man einiges. Ich will Megumin
dann, wenn sie am meisten strahlt, wenn sie Explosion wirkt, irgendwie so mit einer Szene. Und da gibt es unglaublich coole T-Shirt im G-Store, was aber 8000 noch was Yen kostet, also an die 70, 75 Euro. Und das ist mir dann auch nicht wert, so sehr ich Megumin mag. Deswegen, mir fehlt irgendwie was einigermaßen Günstiges, wo Megumin in ihrem Element zu sehen ist. Sowas will ich mir irgendwann nochmal besorgen. Das ist so meine... Das Einzige, was ich mir noch irgendwann mal, also was noch Pflicht ist zu besorgen in den verbleibenden 3 Monaten hier im Auslandsjahr. So. Jetzt habe ich in den Chat aus Versehen irgendwie zu weit runter gemacht. Und so. Wurden doch gerade erst wieder Rentenkürzungen im Bundestag beschlossen. Ist denn so? Ich verfolge die deutsche Politik gerade nur. Ich gucke ein, zwei Mal am Tag Tagesschau, aber dann eher so, was gerade generell in der Welt los ist mit Klima und so. Das habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen verfolgt, aber naja. Wollen wir mal nicht zu politisch werden hier. Joa, die Pose ist eindeutig. DFC. Was ist DFC for the win? DFC? Was kommt jetzt? Hier kommt was sehr Anrüchiges. Das kenne ich schon. Gucken, ob ich das dann auch kenne. Matamite, ne? Ach, ist da... Ah, das ist hier die kleine Schwester jetzt von Edomanga-Sensei, ne? Zumindest glaube ich, das an den Haaren und der Haarschleife erkannt zu haben. Mü. Naja, solange man noch keine Nippel sieht, ist noch alles in Ordnung. Sieht man das jetzt eigentlich gerade hier in OBS? Ne, man sieht nicht in OBS, dass ich gerade das Fenster im Vordergrund auf habe. Sehr gut. Delicious Flat Chest. Ja, also ich weiß ja schon... Flat ist Justice, aber es sind nun mal die großen Rundungen, in denen die Träume und Hoffnungen der Männer stecken. Und ich bin einer, der lieber dem Pfad der Träume und Hoffnungen folgt, als dem Pfad der Gerechtigkeit, wenn es um die Rundungen des anderen Geschlechtes geht. Und dass sie erst 12 ist, macht es dann eigentlich nicht besser, so ein Bild zu betrachten. Ich muss auch sowieso... Ich weiß es nicht so genau, also... diese ganze Kinderpornografie-Geschichte in Deutschland, dass ja sozusagen auch im Prinzip alles, was man so an Visual Novels sich zulegen könnte, die Charaktere 17 Jahre oder so alt haben, was ja als Kinderpornografie zählen würde, was hier in Japan kein Problem ist, weil hier fiktive Figuren nicht als Kinderpornografie zählen, aber in Deutschland ist ja auch jede Darstellung von fiktiven, sexuell dargestellten Figuren wird ja als Kinderpornografie angesehen. Deswegen muss man ja bei sowas theoretisch in Deutschland unglaublich vorsichtig sein, auch wenn ich diese Nicht-Unterscheidung zwischen tatsächlicher Kinderpornografie und fiktiver Kinderpornografie, also gezeichneten Lollis oder keine Ahnung, was sowas von hirnrissig einfach finde, aber im Prinzip ist man da in einer sehr schmalen Grenze in Deutschland. Das ist so ein bisschen bescheuert, weil diese Unterscheidung wird hier in Japan ja gemacht zwischen tatsächlicher Pinderpornografie und fiktiver Pinderpornografie. Ab welchem Alter zählt das denn? Ab 15 dann? 16? Ich weiß es nicht. Fiktiv, genau. Mal eine Frage. Hey, ich glaube, mittlerweile schaut keine einzige Frau mehr diesen Stream hier, weil es müssten dann auch schon sehr, 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 keine Ahnung. Ja, also Damen sein, die mit so derartigen Unterhaltungen zwischen einer Männergruppe hier kein Problem haben sollten, dürfen und so weiter. Fiktiv ist vielleicht das falsche Wort, ja. Nennen wir sie Ausgedachte. Nennen wir sie das Fiktiv ist tatsächlich echt unglückliches Wort, was das angeht. Nennen wir es nicht reale. Also ausgedachte Zeichnungen von Darstellungen oder irgend sowas. Naja. Ab 14, okay. Also ist es rechtlich unbedenklich, sozusagen, also 15 bis 17 ist dann trotzdem rechtlich unbedenklich, sozusagen. Weil ich habe das nämlich schon wieder überlegt, ich habe ja schon im ersten Auslandsjahr, ich habe mir so an die 20 Visual Novels damals gebraucht, gekauft gehabt und bin nach Deutschland genommen. Und ich habe ja auch jetzt hier das Folgendes hier. Ich glaube, das habe ich ja schon mal gezeigt gehabt auf dem Zweit-Channel. Ich habe ja hier die Angel Beats Visual Novel
mir zugelegt. Und naja, das sind ja auch wieder alles Oberschüler, sprich im Alter von 15 bis 17 Jahren, auch wenn sie im Prinzip alle tot sind und im Jenseits sind und daher eigentlich Alter, wenn man so will, keine Rolle spielt. Aber da kommt halt auch sowas hier vor. Und da bin ich mir dann immer so am Überlegen, ja, wie ist das dann eigentlich, wenn das der Zoll aufmacht und dann bewerten muss, ob das als Kinderpornografie zählt oder nicht, wenn man Visual Novels nimmt. Obwohl mittlerweile einige davon ja eben auch übersetzt und problemlos auf Steam erscheinen und so weiter. Deswegen, das ist so irgendwie eine undurchsichtige Rechtslage oder so eine bescheuerte, diese Nichtunterscheidung zwischen, ich sag nicht das Wort mit F, sondern nicht realen und realer Pin. Wieso kann ich Kinder, mache ich aus Kinderpornografie immer Pindakornografie? Ich weiß es auch nicht. Das ist manchmal echt ein bisschen, ja, suboptimal irgendwie, finde ich. Naja. In den USA wäre es Kinderpornografie. Oh Gott. Oh Gott, was hat da Rico gepostet für einen Link? Ja, man könnte ja auch argumentieren, dass sozusagen die Stimmen hinter den fiktiven Charakteren ganz erwachsene Seiyu im Alter von 20 plus oder sowas sind. Ist das dann auch Kinderpornografie? Der fiktive Charakter, ist mir jetzt egal, ob das fiktiv ist oder nicht, der totale fiktive Charakter ist, ist sozusagen 12, aber die Impersonifikation dieses Charakters, die ihm die Seele einhaucht, ist, sagen wir mal, eine 33-jährige Synchronsprecherin. Rechnet man dann die beiden Alter zusammen und teilt dann durch zwei und dann kommt das, das Mittelalter von dem Charakter raus und dann zählt es nicht mehr als Kinderpornografie oder so. Ich weiß es nicht. Das ist sowas von bescheuert manchmal, echt. So, okay, ich hoffe, wir haben dich jetzt mit der Unterhaltung nicht verscheucht. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, du wolltest die eine Frage noch loswerden und dich dann losmachen. Dann, ja, hoffe ich, dass der Stream einigermaßen gefallen hat, auch wenn wir jetzt im Prinzip nur ein Spiel in den ersten 3,5 Stunden bald gezockt haben bis hierher. Dafür ein bisschen längere Fragerunden und so gemacht. Hoffe, es hat, ja, könnte ein bisschen die Gedanken und so weiter auch klären. Habe gerne beantwortet und dir dann auch noch einen schönen, wie spät ist es jetzt in Deutschland, kann man mittlerweile schon Abend sagen, noch nicht, einen schönen Nachmittag noch, einen schönen Samstag noch. Also, ciao, ciao. So. Achso, der Link war von Rico nach der Frage an Richtung Methylium, alles klar. 14 ist dann also Kind, 14 abwärts. Gibt diese Anscheinskinderpornografie? Anscheinskinderpornografie? Was ist das dann? Nicht unbedenklich, aber weniger. Nicht unbedenklich, aber weniger bedenklich. Jugendpornografie, okay, alles klar. Also wahrscheinlich damit geringeren Strafmaßen oder Kavaliersdelikt oder irgendwie sowas? Naja. Ich finde diesen komischen Kopf da schon. Oh, Setsuko Kenshin hat auch geschrieben, dass er sich verabschieden muss. Vor Okex noch. Muss noch für 2 Stunden in die Firma. Falls der Stream noch länger geht, steige ich später nochmal ein. Also schau und vielleicht bis später. Naja, 2,5 bis 3 Stunden geht das Stream vielleicht noch. Schauen wir mal, je nachdem wie die Lust der Leute auch ist. Deswegen, sorry. Setsuko Kenshin, bisschen zu spät gesehen. Das war noch über Okex. Deswegen, vielen Dank für euer Reinschauen, ihr zwei. So. Sonst noch irgendwas? Flürkönig, frag dich nochmal, woher kommt das? Matamitene von dem einen Bild, also grammatikalisch, meine ich. Das Mata ist ganz einfach das Wort für, wie beim man's Mata kennt und so weiter. Das heißt also bald oder auf bald und so weiter. Und das Mite kommt von dem Verb Miru, also von sehen. Und dann Miete, nee, das Miete, das ist die T-Form von Midu, Miete, und das könnte dann wahrscheinlich so Miete Kudasai, also schau bitte oder schau mal wieder rein, könnte das bedeuten. Also Mata Miete, ne, und das Ne ist dann so ein wie, eigentlich wie das Deutsche, ne, also ne, schau mal wieder rein, ne, schau doch mal bitte wieder rein, oder? Oder guck doch mal wieder vorbei, ne, wie das Deutsche so, ne, machst du doch, oder so nach dem Motto. Deswegen wie so eine kleine Aufforderung oder bitte, Mata Miete, ne, also schau doch bitte wieder rein, schalte doch bitte wieder ein, oder so. So, es hat sehr Spaß gemacht. Bis dann, alles klar, das freut mich. Dann schönen Samstag noch. So, 15, 18, genau, geringeres Strafmaß, alles klar.
Also jetzt mal ehrlich, ich selber stehe nicht auf solche Anime bzw. Mangas, wo die Titten größer sind als der Kopf, aber solange keine Kinder zu Schaden kommen, verstehe ich nicht, was daran verboten sein sollte. Sind ja nur Zeichnungen. Ja, bin ich ganz exakt derselben Meinung. Eines meiner meistgeschautesten, ich weiß es gar nicht, Videos auch auf meinem Hauptchannel, ist gerade etwas, was sich mit diesem Thema beschäftigt, wo ich mal eine Aufzeichnung gemacht habe von der Buchmesse, Leipziger Buchmesse 2012, wo es einen Vortrag oder ein Panel genau zu exakt diesem Thema gab, Kinderpornografie in Manga und Anime, und wo zum Teil echt meines Erachtens ein paar haarsträubende Sachen gesagt worden sind und dummerweise leider die Gegenargumentatorin sozusagen, die versucht hat, das alles ein bisschen zu relativieren und eben zwischen dem Fiktiven und Nicht-Fiktiven, real, nicht-real zu unterscheiden, die hat in der Diskussion gefehlt und sozusagen war dann nur ein Moderator und eine deutsche Mangaka da, die beide auch gegen absolutes Kinderpornografieverbot sind, für die das tatsächlich fast gleichwertig ist mit tatsächlicher Kinderpornografie, wo Kinder zu Schaden gekommen sind, eben diese fiktiven Darstellungen, nicht realen Darstellungen, Zeichnungen und so weiter im Manga-Anime-Bereich. Ich suche mal ganz kurz das Video. Also wer Interesse hat, kann das mal gerne auf die Watch Later Liste stellen. Das ist... es zogen sich auch mir beim Vortrag manchmal ein bisschen die Fußnägel hoch. Kinderpornografie. Da bin ich mal gespannt. Ah nee, ich habe das Video nie monetarisiert, weil ich natürlich von der Buchmesse, das war 2013 die Buchmesse, ich monetarisiere nie die Sachen, wo ich ja keinen Eigenanteil habe, die Vorträge. Ansonsten wäre ich jetzt nicht überrascht gewesen, wenn das wegen von YouTube entmonetarisiert geworden gewesen wäre, wegen, heiklen Thema und so weiter. So, Adresse des Links kopieren, ach nee, dann kommt man zum Edit-Link, dann muss ich das so kopieren hier. So, Adresse des Links kopieren. Da. Ich glaube, bei der Liste von deinen Videos, als ich mir mal das angeguckt habe, Teilzeit Otaku auf deinem Channel, habe ich, glaube ich, sogar mal den Titel von dem Video gelesen, aber ich habe es mir noch nie angeguckt. Ja, wenn wir gerade drüber reden, werde ich dann vielleicht mal nach dem Stream drüber machen. Wenn eine Darstellerin zu jung aussieht, aber volljährig ist, wird das wie Kinderpornografie gezählt. Es ist dann... Ah, diese Anscheinskinderpornografie. Alles klar, ja. Das ist genau das und dann die Argumentation, beispielsweise mit Hestia. In Danmachi. Hestia wird auch in sämtlichen Hentais, die es von ihr gibt, wird sie immer als Oppai Loli bezeichnet. Und dieser Lolita-Komplex kann ja sowohl meinen Frauen, die viel zu jung für ihr Alter aussehen, die kindlich aussehen, als auch tatsächliche Kinder, Lolikon, also mit kleinen, minderjährigen Kindern und so weiter. Und vielleicht mag sie auch so aussehen, aber Hestia ist von der Charakterkonstruktion her eine jahrhundertealte Göttin. Ja, das ist, fällt dann wahrscheinlich auch unter diese Anscheinspornografie. Oder die aus dem Vampir-Shonen-Anime, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Oh Gott. Vampir-Shonen. Kommt jetzt bestimmt irgendwas anderes. Seraph of the End, natürlich, oh, war die noch Seraph. Da gab es ja auch diese Kaiserin oder Königin von den Vampiren, die auch, keine Ahnung wie viele hunderte Jahre alt ist, aber auch sozusagen als Lolli-Charakter. Tanya aus Jojo Senki? Senki Jojo? Ich krieg den Namen schon nicht mehr zusammen. Ich habe noch nicht geguckt, ob es von ihr Hentai oder irgendwas gibt, weil das interessiert mich auch nicht. Aber ich wette, if it exists, there's Hentai of it. Das ist eine der Internetregeln im Manga- oder Anime-Bereich oder generell im Unterrichtsbereich. Wenn es existiert, existiert auch Porno davon. Also wird es auch bestimmt irgendwo Yojo Senki-Pornos geben. Und eigentlich steckt hinter Tanya ein erwachsener Sadali-Mann, der in dem Körper einer 10-jährigen Frau gefangen ist. Das sind alles so komische, ambivalente Sachen. Das ist echt schwierig. So, und was mit diesen Titten sind größer als der Kopf angeht, die Sache ist, es gibt tatsächlich reale Menschen auf dieser Welt, deren, wo jeweils die eine Brust tatsächlich so groß wie der Kopf ist. Also ich habe schon tatsächlich in Echtzeit Pornos oder Menschen gesehen mit natürlich so großen Brüsten,
die dann wirklich kopfgroß oder sowas sind. Deswegen, ja. Aber ich finde es ästhetisch tatsächlich auch nicht schön. Und es gibt Serien, wo das übertrieben ist. Aiken. Oder zum Beispiel die eine Drachendame aus Kobayashi-san no Maid Dragon, die mit den Weltklasse-Titten laut dem Shota, der auch lustigerweise Shota heißt. Ja, das ist dann, finde ich, sowas auch echt nicht mehr ästhetisch. Also selbst für den Oppai-Liebhaber, für Floppai, gibt es einen zu groß. Also, ja, das finde ich dann auch nicht so schön. Ich bin mal so dreist, nur für den Fall, dass jemand meine Sichtweise interessiert für später. Ja, mach ruhig. Poste ruhig. Ist noch gar nicht so lange her. Februar diesen Jahres. Ja, stimmt. Im Video bin ich schon mal dran vorbeigestoßen, aber ich hab's mir noch nicht angeguckt. Da war ich wahrscheinlich dann gerade in Eile oder nicht die Ruhe weg gehabt gewesen dafür. So. Ich werde nie im Leben den Porn zu Shunibyo vergessen. Das war grausam. War das einer von diesen Netorare Rape Porn Dingern? Gut, hier ist es 22.26 Uhr in Japan. Ich kann hier problemlos darüber sprechen. Aber ich streame ja eigentlich für ein deutsches Publikum. Deswegen eigentlich dürfen solche Themen um Nachmittag, Samstagnachmittag in Deutschland vielleicht noch gar nicht sein. Ich weiß es nicht. Naja. Willst du nicht sehen. Aber es gibt auch schönen Porn von Shunibyo. Wobei ich nicht so auf den von Rika stehe, weil sie ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Typ. Aber gut, lassen wir das. Ich muss ein neues Bier aufmachen. Ich rede mir langsam den Mund wieder fusselig und wir haben es 22.27 Uhr. Es wird eigentlich langsam auch mal Zeit fürs nächste Game. Und ich habe ein bisschen Hunger bekommen jetzt auch. Jetzt ist die Frage. Matcha-Schokolade oder Koala? Was habe ich denn da im Hintergrund für ein Lied gerade? Warum habe ich Brahms Schlaflied in meiner Fröhlich-Playlist für YouTube und Twitch-Hintergrund? Wirst du wieder geweckt? Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt? Ja, wieder ein bisschen leiser hier. Und man das nächste Lied. Gut. Wie ist das denn allgemein mit Sexualität in Japan, falls es noch nicht erwähnt wurde? Das ist so ein Thema für sich. Das ist die tatsächlich perfekte, kurz zusammenfassende Antwort. Ich finde diese Diskrepanz erstaunlich zwischen der Nicht-Prüdität, die Japan in seinem popkulturellen Bereich aufweist mit den ganzen Dojinji-Sachen und auch wie leicht zugänglich im Prinzip ab 18 Bereiche in Läden sind. Das Lustige in dem neu aufgemachten Don Quixote hier in Zu, der hat Ende April aufgemacht und der ab 18 Bereich mit den ganzen Dildo-Sex-Spielzeugen, wo schon ein bisschen von draußen sichtbar ist, der Eingang dazu befindet sich direkt neben den Kinderspielwaren. Ohne Scheiß. Da müsste ich eigentlich mal reingehen und ein Foto von machen, von Schießen im Don Quixote. Also, wie nah das manchmal in den Läden der Eingang, ab 18 Eingang irgendwie neben der Kinderspielecke und so weiter ist und man eigentlich unten durchgucken kann, was sich da alles schon an nackten Frauen und sowas befindet. In Osaka bin ich irgendwann vor 3-4 Jahren oder das erste Mal, wo ich in Japan war, durch die Straße entlang gegangen, in einen Figurenladen und standen Nacktfiguren im Schaufenster draußen für jeden auf die Haupteinkaufsstraße sichtbar. Also, so in dem medialen Bereich wird so mit Sexualität, Nacktheit und so weiter offenbar sehr offen umgegangen. Auf der anderen Seite gibt es wieder Statistiken. Ich habe es mal in einem Artikel gelesen. Ich müsste lügen und lege nicht die Hand ins Feuer für die Aussagen. Keiner Statistik, die ein Flo in einem Twitch-Livestream sagt und die du nicht selbst gefälscht hast. Aber ich meine mal, einen Artikel gelesen zu haben, dass... Wie war's? Mehr als die Hälfte aller Frauen, Mädchen in Japan noch keinen Sex... Irgendwie 60% hatten bis zum Ende der Oberschule noch keinen Sex
Und 40% der Männer hatten noch keinen Sex bis zum Ende der Oberschule. Während irgendwie in europäischen, amerikanischen Ländern, keine Ahnung, schon 70-80% bis Ende des Gymnasiums oder so, also bis 17, 18, 19, 20, ihren erste Sexerfahrung hatten. Also die Japaner sind da sozusagen 20-30% von der Menge der Leute her im Nachtreffen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man mit Japanern nicht wirklich sehr offen über die Thematik sprechen kann. Es funktioniert einigermaßen mit den japanischen Austauschstudenten, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, nach Japan, weil wir selbst in gemischtgeschlechtlichen Gruppen mit den Japanologinnen und den Japanologen auch immer mal Trinkspiele machen, wo dann ist über Sexfragen gestellt worden ist, wie oft hast du es, machst du es dir in der Woche beim Flaschendrehenspiel oder bei Wahrheit oder Pflicht und so weiter, weil da kommen logischerweise immer die ganzen sexuellen Fragen, wenn genug Bier und so weiter dahinter steckt. Und wir hatten mal eine Geburtstagsparty, wo wir dann ein Strip-Spiel gespielt haben, wo wir dann da gemischt Männer und Frauen, die Japaner und die Deutschen nach und nach sich ausgezogen hatten und da einige Leute tatsächlich nackt in dem Raum saßen. Alkoholbedingt, aber zum Teil auch. Das war eine Party. Bei sowas funktioniert es dann vielleicht, aber normalerweise, glaube ich, unvorstellbar für, also mit Japanern, denen ich begegnet bin, die nicht irgendwie den etwas weniger, im normalen, alltäglichen Umgang weniger prüderen Westen mit den Leuten zu tun haben. Dafür hat der Westen sich wesentlich prüder im kulturellen, im popkulturellen mit dem Ganzen. Vor allem Amerika, wo ja viel schlimmer als jegliche Gewalt und abtrennbare Körperteile und Köpfe und 15 Liter Blut, das Schlimmste, was in einem Spiel passieren kann, was dann PG-18 sozusagen Label macht, ist irgendwo das Nippel zu sehen in GTA 5 in einer geheimen Nebenmission und so weiter. Und das ist dann der größte Skandal, den es in Amerika gibt. Das Nippel zu sehen, eine Sexszene oder so eine versteckte im Spielcode. Dass da irgendwie Bandenkriege herrschen und Körperteile abgetrennt werden. Pff, egal. Und diese Diskrepanz zwischen dem schnelleren sexuellen Umgang in der Realität und der Prüdität in der Popkultur im Westen und der Nicht-Prüdität in den ganzen Hentai, Doujinshi und der öffentlichen Darstellung in den popkulturellen Medien hier in Japan, aber den absolut nicht darüber sprechen und das ist ja alles so verpönt und schmutzig und dreckig, dann im zwischenmenschlichen Umgang. Das ist für mich bis heute immer noch faszinierend. Ja. Punkt, ich glaube, das ist so am besten, wie ich es zusammenfassen kann. Teilzeitattacke hat mir eine PN auf YouTube geschickt für später. Alles klar. So ein Thema für sich. Wir haben ja Zeit, genau. Hier, spiel doch mal das. Achtung, Symphogear Season 1 Spoiler. Symphogear hatte ich, glaube ich, mal eine Folge irgendwann mal geguckt gehabt, aber nie gespielt. Final Swan Song. Ich glaube, dann gucke ich mir das auch mal später an. Spiel doch mal das Symphogear. Symphogear, ist das etwas, was es auch auf Steam gibt? Symphogear ist ja auch ursprünglich aus einem Spiel dann wahrscheinlich das ganze Franchise entstanden, oder? Ich weiß es nicht genau. So, mal kurz Steam aufmachen. Stimmt, ich hatte ja Steam noch gar nicht gestartet. Das Hestia-Spiel war ja anders gewesen. Ich habe das Gefühl, diese Musik wieder ein bisschen laut auf meinem Ohr ist. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen leiser machen hier. So. Damit ich nicht zu sehr abgelenkt bin. So, den Tab kann ich auch zumachen. Symphogear, falls es das auf Steam gibt, kann ich es mir hier in Japan nicht zulegen. Es gibt ja manche Region-Locked-Spiele, die aus Japan, die im Westen auf Steam verfügbar sind, aber nicht in Japan selber. Das ist leider so ein bisschen das Problem. Das ist kein Spiel, ich meine im Sinne der Musik. Okay, spiel doch mal das hier. Okay, dann mache ich das mal ganz kurz wegen Musik. Dann mache ich mal kurz die Hintergrundmusik aus und mal kurz das Final Swan Song. Ich glaube, Symphogear steht nicht auf meiner To-Watch-List, deswegen. Ist hier das Steam-Fenster aufgegangen? Hä? Kommt das denn her? Thank you.
das sowas End of Evangelion-mäßiges ist. Wo bei End of Evangelion ja auch ein Kinderlied gespielt wird, zu einer eigentlich sehr grotesken und sonst was Szene. Naja, zu der ich im Prinzip gar nichts weiter weiß. Ich habe End of Evangelion immer noch nicht geschaut. Ich kenne die Szene und das Lied nur, weil es in der Karaoke-AG oft gesungen wird. Deswegen bin ich da ein bisschen vorgespoilert, auch wenn ich nicht exakt weiß, was passiert. So, Hintergrundmusik wieder anmachen. Das sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nett aus, da bei Symphogear. Vielleicht muss ich mir das doch mal angucken. Sieht so aus, als würde es da doch noch einigermaßen zur Sache gehen. Trotz Mädels und so. So, habe ich noch irgendwas verpasst? Data Hell unter dem Symphogear. Ich habe schon mal einen Horror-Hentai gesehen, wo einer das Auge ausgestochen und die Körperteile abgesägt worden. Manche Sachen sind echt zu krass. Ja, also bei solchen Hentai, da geht dann der gute Johannes auch ganz schnell wieder runter, weil er dann wahrscheinlich selber Angst hat, abgetrennt zu werden, wenn man da noch weiter dabei zuschaut und dann den Phantomschmerz spürt, den man mit dem Charakter zusammen empfindet und so weiter. Ich mag wirklich tatsächlich meinen ganz normalen Vanilla. Alles ist gut, es gibt nur eine Frau, es gibt nur einen Mann, manchmal auch zwei, ein Mann und zwei Frauen, drei oder vier, manchmal auch fünf. Manchmal auch sechs mit ganz viel Sex. Das ist ganz okay, aber ansonsten. Habt ihr mal eine PN geschickt? Genau, das gucke ich dann später. Das ist kein Spiel im Sinne der Musik. Nach Möglichkeit sollte bei der PN aber nicht zufällig gerade jemand hinter dir stehen. Alles klar. Das passiert, wenn man zu lange den Chat nicht liest. USA ist auch beim Thema Fluchen extrem streng, was man erstmal so gar nicht denken würde, da ja in jedem Kinofilm rumgeflucht wird. Ja, dass da immer so viel ausgepiepst wird. Die beiden Amerikaner, die ich kennengelernt habe, die fluchen eigentlich recht gerne. Also ich glaube, das Pönen ist verflucht, ja. Das Fluchen ist verpönt, ist, glaube ich, irgendwie so was medial Vorgeschobenes aus irgendwelchen Kindergesetzsachen. Aber ich glaube, so im Zwischenmenschlichen, zumindest von den Amerikanern, die ich persönlich kennengelernt habe, die haben nichts dagegen zu fluchen. Auch wenn sie einige als sehr streng wahrgenommene Schimpfwörter nicht in den Mund nehmen. Und dass es auch sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen den einigen englischsprachigen Ländern, wo manche Wörter eine absolute Beleidigung sind, sind andere dann wieder in anderen Ländern sehr simpel und so weiter. In amerikanischen, einer meiner besten amerikanischen Kumpels niemals in den Wort nehmen würde, was aber häufig in South Park und so vorkommt, weswegen ja South Park da auch so eine Welt für sich ist, ist eben Kant. Und dann habe ich mir allerdings sagen lassen, auch von einem australischen Kumpel, den ich in Shinshu kennengelernt habe, Kant ist im Australischen dann wieder fast zu kumpelhaft. Hey, yo, Kant, how are you doing? Also, du Drecksgeil, wie geht's dir? So nach dem Motto, während es im Amerikanischen so, eine der schlimmsten und härtesten Beleidigungen überhaupt ist. Das ist auch manchmal so, selbst im selben scheinbar muttersprachlichen Raum, so die unterschiedliche Strenge und Konnotation der Beleidigung ist auch manchmal ganz interessant. Und es ist ein bisschen schade, dass das Japanische sehr unkreativ mit dem Fluchen und so weiter ist. Aber naja, kann man dann beim Übersetzen sehr kreativ sein, wenn es an die deutsche Synchronisation und so weiter geht. Aber in der Öffentlichkeit sind die total böse auf Leute, die irgendein Schimpfwort sagen. Ja, vielleicht unter Leuten oder in Situationen, wo man sein Gegenüber nicht kennt. Also zumindest unter Freunden oder in einem Kreis von Bekannten wird, glaube ich, sehr viel geflucht. Also wenn man mittlerweile sowas wie you fucking idiot, du bescheuerter Idiot, wo fucking ja eigentlich nicht mehr du verfickter Idiot, sondern du Dummerchen, so nach dem Motto mittlerweile eigentlich total abgeschwächt ist durch seinen Übergebrauch und so weiter, aber naja. In den USA gilt sowieso der Grundsatz, Titten sind okay, solange sie nur möglichst blutig abgeschnitten werden. Klingt logisch. Wo quasi die Magical Rüstung mit Liedern gerufen und quasi mit Energie versorgt wird. Das irgendwie so ein bisschen klingt so ein bisschen, habe ich aber auch nie gesehen, nach Makros. Makros hatte doch auch immer irgendwie so was Mecca-mäßiges, aber mit ganz viel Lied und Gesang und so weiter, oder? Nur dann vielleicht so eine modernere, neuere Variante. Symphogear. Also über Lieder, die Rüstungen freischalten oder aktivieren. Es gibt ja auch mittlerweile Serien, wo durch sexuelle Reize dann die Fähigkeiten stimuliert werden und so weiter. Lief ja erst letzte Season oder irgendwann in einer der letzten Season. Im letzten Jahr lief da ja mal was. Was dann auch für einige so der Guilty Pleasure der Season war. Das Lied ist jetzt ein bisschen laut. Huch.
Habe ich vergessen, wieder runterzustellen? Ah, ich bin nur bei minus 11 Dezibel. Ich war immer bei minus 18. So. Oder auch nicht mehr merkwürdig. Hm? Was ist scheiße? Oh. Scheiße! Ich liebe diese Stelle von High School Fleet. Scheiße! Naja. Die habe ich, glaube ich, auch im Jahresrückblick von letzten Jahr, wo von High School Fleet habe ich ja, glaube ich, auch das als eine der Momente oder eine der meiner Favoriten-Szenen von High School Fleet mit reingepackt. Es kam so aus dem Nichts. Ich hab mich weggeschmissen, musste mir die Szene noch dreimal hintereinander angucken, bevor ich die Folge weitergeschaut habe. So, 22.41 Uhr. Wir müssen langsam mal mit dem nächsten Spiel weitermachen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich hier aufmache. Aber ich nehme mal die Koala-Bären, weil von den Koalas habe ich ein bisschen mehr als von dem Matcha-Schoko. Deswegen machen wir einmal Koala auf. Und dann zocken wir mal ein bisschen das RPG weiter. Ich mach das jetzt schon mal an hier. Steam könnte ich im Prinzip eigentlich auslassen, weil das normales RPG ist. Achso, jetzt überschneidet sich das gerade mit der Musik. So. Haifu, die hat im Übrigen zwei OVAs, die habe ich noch gar nicht gesehen. Da wird auch wieder schönes Deutsch gesprochen. Da weiß ich, was ich heute nach dem Stream zu tun habe. Habt ihr das eigentlich auch immer, dass ihr erst merkt, wie bescheuert Anime-Plots manchmal sind, wenn ihr es wem in eurer Muttersprache beschreiben müsst? Ich habe keine Freunde, denen ich neue Serien empfehle und beschreiben muss. Manchmal gebe ich tatsächlich meinen Kumpels, die noch so ein bisschen casual-mäßig Anime gucken, tatsächlich Empfehlungen, aber bisher hatte ich noch nicht so das Problem. Aber die wissen auch so ziemlich exakt, was sie sehen wollen. Also geben mir schon Vorbeschreibungen und dann empfehle ich eher was auf ihre Genre-Auswahl und so weiter passt. Ich habe keine Freunde. Ja, ich habe ausreichend genügend Freunde, um nicht sozial total zu verkümmern. Aber da ich ja sowieso ein bisschen einzelgängerisch bin, ist es bei mir wie bei die Sims. So meine Social Bar reicht für 2 Wochen, da geht sie langsam zur Neige. Und dann mache ich mal wieder ein bisschen sozialen Kontakt, fülle die Bar wieder auf und dann reicht sie wieder für eine Weile. Und bei mir geht es sehr langsam runter. Dafür ist die Hungerbar oder die, keine Ahnung was, Bar bei mir sehr schnell am Runtergehen. Naja. Naja, Symphogear ist ein Anime, wo quasi die Magical Rüstung mit Liedern gerufen und quasi mit Energie versorgt wird. Vielleicht ist man mittlerweile schon so lange in Anime und Manga drin, dass so eine Beschreibung für einen komplett sinnig erscheint und von wegen, oh, interessante Prämisse, man so denkt. Oh. Also, dass es einem gar nicht mehr komisch vorkommt. Und man erst dann merkt, dass es komisch ist, wenn einen der Gegenüber, den man das gerade beschrieben hat, dann einen so anguckt. Was? So nach dem Motto, keine Ahnung. Naja. Die meisten Empfehlungen gebe ich auch tatsächlich wenig von Gesicht zu Gesicht, sondern momentan aufgrund des fehlenden Deutschlandaufenthalts sowieso meistens bei Facebook. Da sehe ich dann nicht die Gesichtsreaktion. Oder ich kann mich sowieso manchmal schriftlich besser ausdrücken als mündlich. Was man gar nicht glauben mag, wasserfalltechnisch, wie ich immer rede. Habe ich das Spiel eigentlich schon eingeblendet? Ja, das Spiel ist schon drin. Sehr gut. So, nächster Schritt. Jetzt auch die Plastiktüte aus der Papiertüte rausgeholt. Jetzt muss ich nur noch das hier öffnen. Da kann ich euch endlich was vorkauen. So. Vom Aussterben bedroht. Und ich helfe mit. Study Achievement. Was für ein Study Achievement? Irgendwie so und so große Stundenzahl die Mädels studieren lassen oder wie oder was? So. Das ist ein bisschen komisch, wenn da hinter dem Chat noch das Hintergrundbild hinter ist. Deswegen mache ich das mal ganz kurz weg, dass wir da auch schwarz haben. So.